Hey Leute, ein kleines Update jetzt am Ende der Woche nochmal für mir, und zwar, weil die nächsten 48 Stunden oder so richtig krass und spannend werden für mich. Es geht so los. Ich habe gerade eben meinen letzten Dauerlauf vom Weltkulturbelauf gemacht. Der findet morgen hier in Bamberg statt. Start ist dafür um 14.30 Uhr. Das heißt, gerade eben habe ich meine Anpassung gemacht. 7,5 Kilometer in 3,51 Schnitt und habe einen Kilometer etwas schneller gemacht. 3,11 bin ich gelaufen. Die Beine haben sich höchstens okay angefühlt, also genauso wie man es an einem Vorwettkampftag haben möchte. Nach dem Weltkulturbelauf heißt es für mich dann schnell regenerieren, denn um 3.30 Uhr in der Nacht auf Montag treffe ich mich mit Annika und Sascha und wir hauen unsere Rennräder oben aufs Dach bei uns im Auto. Und wir fahren Richtung Frankfurt, denn die Startnummern für das Rennen Eschborn Frankfurt Extreme ich weiß mittlerweile, es sind 125 Kilometer genau, die können wir uns ab 7 Uhr dort abholen. Das heißt, wir fahren ungefähr 2,5 Stunden bis dorthin. Und ab 7.30 Uhr ist der Block schon offen, wo wir uns dann einreihen können mit, ja, ich glaube, mehreren tausend anderen Rennradfahrern, Jedermann- und C-Lizenzfahrern. Und das heißt, wenn man da nicht pünktlich da ist, steht ihr schnell mal in der 20., 30. Reihe. Und je nachdem, wie breit die Straße ist, können es echt schon richtig viele Fahrer sein. Und gerade am Anfang von diesen Rennen, das habe ich jetzt mit meiner langjährigen Rennerfahrung schon gelernt, gerade am Anfang geht es richtig zur Sache, und da möchte ich mich ja relativ weit vorne positionieren, gerne so unter den Top 30, auch wenn man da vielleicht mal ein paar Körner verbläst, die man später dann nicht mehr hat, aber lieber so, als gleich abgehängt zu werden oder gar nicht mitzubekommen, dass irgendjemand ausreißt oder so. Das heißt also, da besonders früh da sein, und der Start beginnt erst um 8.45 Uhr, das heißt dann irgendwie 1,25 Stunden da rumstehen. Es gibt spannendere Sachen, aber ja, vielleicht habe ich ja Glück und stehe neben ein paar netten Fahrradfahrern. Ansonsten habe ich ja von dem einen oder anderen schon gehört, dass er auch dort vor Ort sein soll, in Eschborn oder in Frankfurt. Also freue ich mich natürlich über eure Anfeuerung, oder sagt einfach Hallo. Wenn ihr mich seht, freue ich mich. Entschuldigung, du wolltest sagen, wenn ihr in irgendeiner Kamera... Ja, sowas wollte ich sagen. Wenn ihr mich also sehen solltet, sagt einfach Hallo, da freue ich mich total drüber. Ich muss jetzt das Fahrrad noch umbauen, nochmal sauber machen. Das soll ja doch einigermaßen gut sein. Und dann Abendessen, dass morgen der Lauf auch gut werden wird. 11 Kilometer gilt es zu bezwingen. Mal schauen, wie die Konkurrenz ist. Ich habe jetzt die Startlisten noch gar nicht so durchgeschaut. Das werde ich jetzt bestimmt noch machen, weil ein bisschen aufgeregt bin ich dann schon. So, schauen wir mal, wie es mir dann Montagabend geht. Ich werde mich zurückmelden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Drückt mir die Daumen, wir sehen uns. Bis dann.